So, willkommen zurück zu Resident 2, dem Spiel mit Stahlbart. Achso, oh, warte, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Entschuldigung. Mist, hätte ich doch Stahlbart mitnehmen können. Ich bin gerade, in der letzten Episode haben wir ja ein bisschen erkundet und ich bin ja so ein bisschen falsch gelaufen. Also, ich bin absichtlich falsch gelaufen, das hat sich hier rausgestellt, das war die richtige Richtung. Das ist ja ganz so. Was ist das davon? Ach, das ist nachher. Patty folgt mir noch, ne? Stahlbart folgt mir auch. Warum folgt mir jetzt Stahlbart? Aua! Patty, tu Dinge! Los! Warum ist denn jetzt eigentlich rot, der Krallnappe? Enttäusch mich nicht! Enttäusch mich nicht. Ich glaube, mein ganzes Leben hat mir noch nie irgendjemand zu mir gesagt, enttäusch mich nicht. Und ich verlasse mich nicht. Oder irgendwie sowas. So, hier wird's jetzt schwierig. Ja? Warum? Es gibt hier zwei Wege zur Stadt. Doch weiß ich nicht mehr genau, welcher davon zum Nordtor der Stadt führt. Wir können weiter nach Süden oder durch diese Hülle da drüben. Aber die würde ich nur ungerne durchqueren. Warum? Was stimmt nicht mit der Höhle? Da gibt es Ratten. Und ich hasse Ratten. Er ist so ein Softie. Stell dich nicht so an, wir gehen durch die Höhle. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Aber wie du willst, folge mir. Okay, gut, wir legen mal die Rüstung an. Mir fällt übrigens gerade so auf in so ein Spiel wie Risen, wo eigentlich, Risen 2 eigentlich, wo du diese Attribute, wo du jederzeit deine Attribute selber leveln kannst. Und es fällt ein bisschen spät ein, dass ich eigentlich mal meine anderen Klamotten anlegen sollte. Wo du jederzeit selber leveln kannst und wo das so inkrementelle Kosten sind. Es ist eigentlich nie ein Problem, wenn man die ersten Level von einer Fähigkeit levelt. Weil zum Beispiel jetzt hier, Klinge 1. Kann ich doch eigentlich ohne Probleme leveln, ohne mir irgendwie was auszureißen, ne? Weil es kostet mich nur 1000 Ruhm. Ich habe 4000 Ruhm. Also genau wie hier Feuerwaffen. Ich kann auch härter eigentlich noch leveln, weil das bringt mir halt irgendwie jetzt genau einen Vorteil. Und, ich kriege halt zu erwarten inkrementell in diesem Spiel immer mehr Ruhm. Weil die höheren Level müssen ja irgendwie erreicht werden. Ich werde mir ja wahrscheinlich nicht vom Munde absparen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hörst du das? Ich fürchte, hier gibt's noch viel Schlimmeres als Ratten. Wollen wir nicht doch besser der Küste folgen? Nein. Komm schon, wir gehen weiter. Na gut, aber ich fürchte, wir werden es bereuen. Was ist, wenn ich die XP komplett zusammensparen müsste, um das letzte Level zu erreichen? Das Einzige, was mir denn fehlt, ist so ein Stück Endgame. Oder das ist wahrscheinlich eh unnötiges Endgame. Okay, er kämpft gegen irgendwas. Das ist gut. Ach, noch mehr so eine Stachelfliege. Da können wir mal aus dem rausholen. Der Crit. Dunkeltürer. Stahlbart schon wieder vorsprintet. Oh, schon beruhig dich mal, hier gibt es noch viel mehr zu erkunden. Wenn wir schon mal in so einer lustigen Leuchtehöhle sind, ich mir wieder Fackel sparen muss, wenn wir uns deswegen nur beim Scheinen von irgendwelchen Leuchtekristallen. Das sind übrigens enorm zu denken, die müssen, dass hier irgendwelche Leuchtekristalle rumliegen, ne? Guck mal, das ist aber da hinten gerade versucht, ne? Oh nein! Umstürzen ist. Oh, es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt. 3 FPS? Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Das Spiel liegt auf einer SSD. Meine SSD eben lange aufs Ende geblendet. Natürlich bei Cyberpunk hatte ich das gleiche Problem. Ja, ganz recht. Habe ich nicht eigentlich zwischendurch mal ein besseres Messer gefunden? Ne, leider nicht. Oh doch, ich habe einen Säbel. Ich habe einen Säbel, der mehr Schaden macht als mein Offizierschwert, ne? Warte mal. Sollte ich vielleicht mal den Säbel einsetzen? Finde ich gar nicht so schlechte Idee, ne? Weil er als Heatwaffe. Das ist die tut weh. Ich bin gerade überlegen. Oha, oha. Ich brauche Begleiter. Helf mir! Ich brauche Hilfe! Ist der Stahlbart da nicht hin? Wie weit müssen wir denn hier kiten? Ah, da ist er schon. Er muss natürlich seiner Tochter helfen. Mir brauche. Deine Tochter kann sich selbst verteidigen. Die hat im Gegensatz zu mir Nahkampf gelevelt.
Jawohl, der Crit. So. Noch so ein Flügler-Vieh hier. Das Schwert hilft schon viel. Das ist ja echt krass, dafür, dass ich Schwerter eigentlich null gelevelt habe. Also anscheinend muss ich wirklich nur ein besseres Schwert kaufen. Das heißt, ich bin, was Nahkampf angeht, noch eine Weile im Geschäft. Was eigentlich ganz praktisch ist. Goldbrocken, das ist alles? Ja. Na gut, Wunder soll ich wahrscheinlich nicht erwarten, ja. Ist hier noch ein Pilz aus dem Schädel? Schädel, verdammt, den kann ich nicht essen. Naja, war doch ganz gut hier. Manche Bitte vertragen sich nicht mit der SSDs. Meinst du? Ich würde wahrscheinlich immer öfter speichern. Was ich gerade noch genau, ich bin gerade überlegen, wann ich mein nächstes Prozessor-Update mache. Und bin da noch sehr geteilt. Also ich könnte jetzt einen Ryzen 560 kaufen. Das wäre dann nur noch ein 6-Core. Was halt. Und die meisten Spiele sind eh nicht auf 8 Kerne optimiert, muss ich dazu sagen. Das will ich aber irgendwie nicht. Auf der anderen Seite, ich werde auf keinen Fall einen Ryzen 5.8 kaufen. Der ist auch viel zu teuer. Ich sehe mal auf eine CPU aus. Was ich dann aber noch tun müsste, wäre auch ein neues Mainboard kaufen. Theoretisch kann mein Mainboard irgendwie auch die Ryzen 5er machen, wenn ich das upgrade. Aber das Problem ist, ich habe gelesen, dass es da so einige Inkompatibilitäten gibt, dass das so wie problematisch sei. Ach, guck mal, da wäre eine Brücke gewesen. Ach, das ist schön. Verdammt, ich hab's doch gewusst. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir zur Westseite der Stadt. Wir müssen aber über die große Brücke da hinten. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob Crow's Schiff im Hafen vor Anker liegt. Dann lass uns lieber zurückgehen. Dann lass uns doch lieber wieder zurückgehen und der Küste folgen. Gute Idee. Schnell weg hier. Das ist eigentlich voll geil, jetzt haben wir beides gemacht. Oh, eine Truhe, die verschlossen ist. Ja. Und meine andere Idee war auf jeden Fall, dass ich das mit dem CPU-Upgrade gar nicht mache. Und das ist deswegen relevant, weil auf meinem Mainboard befindet sich aktuell ein einziger M2248 irgendwas Slot, was die besseren SSDs sind. Also die ganz schnelle SSD. Das ist nur für moderne Spieler nicht überhaupt relevant. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass modernere Mainboards, wie zum Beispiel das Mainboard meiner Freundin, zwei SSD-Slots haben. Jetzt ist mir bei einigen Spielen aufgefallen, dass ich vielleicht mit einer M2-SSD da noch was machen könnte. So geschwindigkeitsmäßig ist es eher so Min-Maxing, muss ich dazu sagen. Und es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder ich könnte mir so ein PC-Slot-SSD-Dings, M2-SSD-Ding besorgen. Wäre aber irgendwie so, naja, kann man tun. So, da sind wir wieder. Raus aus dem stinkenden Loch. Nichts für ungut. War ein Versuch wert. Ja, ja, aber jetzt gehen Süden. Auf geht's. Ich habe zwei Quests gemacht, jawohl. Ja, da bin ich halt noch ein bisschen überlegen, oder ob ich überhaupt Geld ausgebe, ob ich es lasse. Dann habe ich irgendwie noch Gerüchte gehört, dass es, so wie, dass es eventuell bald ein 5-7er Reisen gibt, das dann bloß am Anfang nicht announced wurde. Ich meine, aktuell muss ich sowieso warten. Das ist, aktuell kannst du eigentlich keine Hardware irgendwie in irgendeiner Richtung kaufen, die irgendwie preiswert ist. Also die hat den Preis zu kriegen ist, der den tatsächlich gekostet hat. Ich habe zu Weihnachten meinen Vater telefoniert, der wartet gerade auf seinen Rechner. Der spielt gerade irgendwie den dritten Teil von Metro durch. Oder will er zumindest. Er hat gerade erzählt, dass er ihn runtergeladen hat. Der hat so Dorfinternet, das dauert das bei ihm länger. Und er meinte, Cyberpunk hat er auch auf dem Radar. Aber da muss er noch warten, bis der neue Rechner da ist. Und er hat sich jetzt eine ganz moderate 350, nee, 350 sogar, glaube ich, Ti nur geholt. Mit seinem neuen Rechner. Siehst du? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch über diese Brücke. Na dann los. Achso, Metro Exodus, genau so hieß es. Und der meinte, der Rechner, der kommt aber erst in ein paar Wochen, weil das ist aktuell ist ein bisschen schwierig alles. Vor allem mit der Post auch. Ah, ja. Und das, so viel dazu. Also aktuell ist so Hardware richtig schwierig. Die Tatsache, dass ich überhaupt eine Grafikkarte habe, ist ja auch so ein Ding. Wobei mich vor allen Dingen nervt, dass meine Grafikkarte gerade in Metro überhaupt, in Cyberpunk überhaupt nicht genutzt wird, ne? Ich spiele das ja extra auf einer höheren Auflösung, weil ich dachte, dass ich vielleicht ein paar Prozent auf YouTube und die CPU wird halt trotzdem nicht aus, die GPU wird trotzdem nicht ausgenutzt, meine CPU übrigens auch nicht, das ruckelt trotzdem manchmal, das nervt. Auf geht's. Also High-End Grafikkarte kaufen war bis jetzt auf jeden Fall, na doch, ein VR bringt's was, aber war ansonsten jetzt nicht so das beste Erlebnis, muss ich sagen. Das Geld tut's mal besser sparen.
war lächerlich. Echt? Hallo? Also die Viecher, die stunlocken, wird's echt lächerlich. Also ich habe gerade schon mal mit dem falschen Schwert zugeschlagen, ne? Verdammt. Jetzt kann ich mir überhaupt gerade noch heilen davon, ist die Stadt. Ich rechne damit, dass Starbert gleich verhaftet wird. Ich glaube, das war auch so. Bleib hinter mir. Die Mitte aus Neu-Athletischen. Ich wünsche plötzlich, dass das Spiel nicht läuft. Ja, es sieht ja ganz cool aus. Also, ich habe da übrigens so ein kleines Cyberpunk-Let's Play, kann man sich angucken. Ich spiele immer wieder auf Story. Obwohl, heute bin ich eine halbe Stunde offscreen rumgefahren und habe Klamottenläden abgekaspert, weil ich nach Klamotten gesucht habe. Und ich habe immer noch keine gefunden. Ich habe einen hässlichen Mantel gekauft, der richtig doll hässlich war. Und ich mir dann dachte, ja, scheiße. Ah, da passt jetzt Geld ausgegeben. Da hatte ich danach in der nächsten Mission nicht genug Geld für eine Quest. Da brauchst du 15.000 Kredite und ich hatte dann 14.900 irgendwas. Weil ich halt leider vorher Klamotten kaufen war. Das war peinlich. Zu meiner Verteidigung, ich spiele einen weiteren Charakter. Das ist alles nur on point. Ich roleplaye das Klamotten kaufen nur. Quasi. Alter, ich kann nicht weg. Ey, drei Leute, die dieses Vieh einschlagen. Ja, zumindest versuchen. Endlich. Lassen sich zum Glück überhaupt keine Zeit, ne? Quick safe. Ich muss meine Begleiter natürlich noch ein bisschen ausheben, noch ein paar Kraftspenden auf dem Los. Habe ich jetzt beide Begleiter abgehangen? Oh, no. Komm, könnt ihr bitte wieder herkommen? Ich habe keinen Bock jetzt Munition in diese Kraftspenden. Warum ist Patty jetzt eigentlich nicht mehr mit dabei? Die ist mir sonst mal gefolgt. Patty? Wo ist die hin? Kommen die wieder? Ach so. Das ist übrigens eine Riesenfarbe. Das sieht ziemlich lächerlich aus, wenn zwei Typen auf diese scheiß Riesenkrabbe einprügeln, als wär's. Es gibt's keinen Morgen mehr, ne? Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass Risse nicht auf RTX optimiert ist. Das Schöne ist, wenn die Krabbe auf dem Rücken liegt, kann sie nicht die Aggro ändern. Da ich erstmal die Viecher konsistent umkippen kann, frage ich mich gerade, ob ich nicht vielleicht doch hätte gute Kugeln sparen können, indem ich einfach die... Oh, eine Flashpost. Indem ich einfach gelernt hätte, früher schnell noch den Skill mir geholt hätte, dass man dir das Zeug nimmt. Wieso, ich hätte auch im Shop dran rennen können. Hätte man dazu auch. Ist das da vorne noch? Noch mehr Flaschenpost? Frachtgut, ey. 2 von 10. Das kann sich ja nur um Stunden handeln, bis ich genug Frachtgut habe. Ach ja. Jetzt steht hier Schwarzbart da wie. Stahlbart. Wie bestellt, nicht abgeholt. Das ist ja auch schön. Das ist der Supporter Isabella. Da hinten steht auf jeden Fall ein großes Schiff. Ich bin ja gerade so ein bisschen. Müsste im Nahkampf nicht ziemlich einen auf den Deckel bekommen? Ich alleine? Warum geht er nicht so? Apropos Nahkampf. Muss ich wieder an Cyberpunk denken. Da habe ich mich auch übrigens in eine Richtung verskillt, was mir total nervt ist. Ich habe auch so auf Stealth und Hacken geskillt. Und es stellt sich total überraschend heraus, dass wenn man auf Stealth und Hacken skillt, dann kann man keine direkten Feuergefechte mehr anfangen, wenn man natürlich die Waffenskills nicht hat. Das ist wirklich dolle nervig. Weil ich keine direkten Feuergefechte, weil immer wenn du halt Stealth verkackst, kannst du eigentlich Quick laden. Weil es bringt halt nichts mehr. Weil wenn du anfangen musst zu schießen, ist schon vorbei eigentlich. Ja, wenn du den Tui hättest. Ach so. Nee, du brauchst kein Tui dafür. Das Treten ist Level 0. Das kannst du sofort am Anfang leveln. Das hätte ich also schon lange haben können. Habe ich bloß nicht. Das ist ja das Dumme. Ich überlege gerade, in welchem Spiel das Schlossknacken so war wie hier. In irgendeinem anderen Spiel war das auch schon mal. Das ist genau... Kugeln. Jawohl.
Und das genau so war, dass du halt das in diesen Schlössern, dass du vorhin zurückfahren musst und warten musst, bis die Dinger oben sind. Das war, glaube ich, kein Piranha bald. Ach, warte mal, das war eventuell in Alex so, oder? Weißt du das nicht mal, wie Schlösserknack in Alex war? Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich in Alex Schlösserknack gelernt habe, weil ich in jedem Spiel Alex. Ja, in jedem Spiel Alex lerne. Nee, in jedem Spiel Schlösserknacken lerne. Das Ornat vielleicht? Warte, das Ornat Schlösserknacken? Auf geht's! Ich weiß gar nicht, ob es das Ornat Schlösser zu knacken gehört. Also warte mal, jetzt legen wir aber auf jeden Fall die Laberklamotten an. Schade, ich mir von Dingsbums nicht noch mehr Laberklamotten kaufen konnte. Ich glaube, da gab es auf jeden Fall noch einen Hut oder so. Verdammt! Das Schiff, das dort vor Anker liegt, ist nicht Crow's Schiff. Ha! Sieht so aus, als müsstest du alleine weiter. Warum? Wenn mich die Protektoren in die Finger kriegen, würden sie mich einbuchten. Dich allerdings kennt hier keine Sau. Also, geh in die Stadt und versuche sie zu überreden, uns zu helfen. Gut. Wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, dann berichte mir davon. Ich gehe zurück ins Lager und kümmere mich um ein Rumpfässchen. Bis später. Wo will er hin? Er geht zurück ins Lager. Zu seinem Rumpfass. Sehr gut. Das ist vielleicht die Gelegenheit, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Hä? Mein Vater wird wahrscheinlich das ganze Fass alleine austrinken. Anzunehmen. Und weiter? Wenn er richtig schön blau ist, wird er immer so redselig. So erfahren wir vielleicht, auf welcher Insel er seinen Schatz versteckt hat. Verstehe. Du willst also auch zurück ins Lager. Das schaffst du auch ohne mich. Sei vorsichtig und komm heil zurück, mein kleiner Held. Bis später. Patty verlässt die Gruppe. Toll. Sieh dich einfach mal etwas um. Besten Dank dafür. Wahrscheinlich werde ich gleich verhaftet. Und ach, du bist aber als Pirat bekannt. Du hast auf Puerto Sacarico einen Gefangenen befreit. Das hat sich bereits rumgesprochen. Du kommst erstmal in den Knast und wirst hingerichtet. What? Ob ich der Captain retten würde? Und an sich ist es ja jeder für die Crew. Also das ist alle für die Crew für den Captain, aber nicht andersrum, ne? Aber pass auf, die wollen hier gleich wieder 500 Gold zum Eintritt haben. Halt! Das ist Puerto Isabella, Stadt der Inquisition, unter dem Befehl von Kommandant Sebastiano. Ich schätze, dann bin ich hier genau richtig. Ein Moment, Pirat. Was willst du in der Stadt? Oh Gott, Rea, ich bin da. Bei euch gibt's genug rum. Ich suche Hilfe für den Kampf gegen Captain Crow. Ich suche Hilfe für den Kampf gegen Captain Crow. Was denn? Ein Mann alleine will sich gegen Captain Crow stellen? Na, deshalb suche ich ja Hilfe. Das sagst du. Aber vielleicht hat Captain Crow dich geschickt, um die Stadt auszuspionieren. Oder du machst gemeinsame Sache mit den Wilden. Und nachher bin ich es, der den Ärger kriegt, weil ich dich in die Stadt gelassen habe. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dich reinlasse. Das und weil du mir 100 Goldstücke zahlen wirst. Warum soll ich dich bezahlen? Weil du ein Pirat bist. Das alleine reicht schon, um dich nicht reinzulassen. Betrachte das Gold als eine Bestätigung deiner guten Absicht. Boah, komme ich daran vorbei? Haha, warte mal! Silberzunge 35. Was denn? Die Inquisition ist bestechlich? Du willst doch nicht, dass der Kommandant davon erfährt, oder? Nein. Ich dachte, wir könnten einen Deal machen. Tja, das mit den Deals überlässt du lieber mir. Also, wie sieht's aus? Na schön, du kannst rein. Am besten, du meldest dich gleich bei Kommandant Sebastiano. Aber ich warne dich. Lass deine Waffen stecken und deine Finger bei dir. Sonst noch was? Willkommen in Puerto Isabella. Oh, immerhin. Kommandant Sebastiano, Mensch, ach, hier ist der Asylant. Der weiß doch sogar von unserer Mission. Das heißt, wir können jetzt Bericht erstatten und sagen, ja, Piraten erfolgreich infiltriert, Sir. Jawohl, Sir. Hey, du siehst aus, als hättest du Durst. Sophia. Ich hab mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Ich bin, ja. Und mit wem habe ich die Ehre? Ein Mann mit Manieren. Das ist hier draußen in der Tat sehr selten. Ich bin Sophia. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Haha. Ich weiß schon, warum ich in eine neue Stadt mit den Rede-Equipment reingehe. Es fehlt nur... Das erinnert mich an Fallout. Oh, ich habe mich schon mal wie so ein Rentner, ne? Damals in meiner Zeit, da haben wir doch eine Zwiebel am Gürtel getragen. Weil das war damals so in der Zeit, da hat man das so gemacht. Und ne? Damals in Fallout 4 hatte ich das komplette Redegewandtheit-Equipment, also das Charisma war das. Da gab's diese dumme Gucci-Brille, die zwei Charisma gebracht hat, den Präsidentenanzug und so eine komische Fake-Frisur. Und da hast du insgesamt wie plus 5 Charisma gekriegt, ohne dass du irgendwas geskillt haben musst, hast du damit eigentlich jeden Charisma-Skillcheck durchbekommen. Ja.
Lustigerweise hat der Eisbär damals irgendwie mal den Stream irgendwie mal so drei Episoden zugeguckt. Und zieht mich bis heute mit diesem Charisma-Equipment auf aus Fallout 4. Mit, naja, und das ist der hier, das, Weiß ich nicht, hat sie das auf YouTube geguckt? Auf jeden Fall zieht sie mich dann bis heute auf, ne? Dass ich da. Ja, ach, jetzt ziehst du wieder deine Charisma-Brille an. Ich so, na, wieder das Ding. Weil das war auch so das hässlichste Auto, das man sich ausdenkt. Und mit der scheiß Brille. Egal, Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Erzähl mir von hier. Aborea ist groß und vor allem nicht zerstört. Hier an der Schwertküste gibt es alles, was wir zum Überleben brauchen. Natürlich ist es nicht ungefährlich, aber die Inquisition ist wachsam. Oh, Miguel? Pogchen? Bist du besorgt? Ich habe noch Fragen über die Schwertküste. Ja? Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Frag mich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Männerding. Männerding? Ja, vermutlich wurde sie doch von einem Mann entdeckt. Er hat ihr dann diesen gefährlich klingenden Namen gegeben. Das machen Männer doch immer so. Oh, klingt logisch. Warum wurde diese Küste nicht zerstört? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn sie nicht zerstört ist, ist es hier nicht ungefährlich. Die Protektoren sind auf der Hut und laufen sogar Patrouille. Was weißt du über die Gefahr? Davon gibt's hier nicht wenige. Nicht nur die Tiere, Affen und Jaguare. Irgendwo im Landesinneren leben die Shaganumbi. Es sind Wilde, die nicht mit uns handeln wollen. Aber ihr lasst sie für euch arbeiten. Gefangen. Sie haben uns mehr als einmal angegriffen. Aha. Ja, die wollen vielleicht nicht handeln, weil sie ja meinen, dass wir nichts haben. Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Was hast du noch zu bieten außer einem Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Oh, was kann sie denn? Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Aha. Ich hab doch schon so eine Jade-Statue nicht. Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht. Und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest. Ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Ja. Wie viele Flaschen brauchst du? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Ah, ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Aha. Lass uns handeln. Oh, sie steht aber auch sehr selbstbewusst da, ne? Alter Zweispitz. Mein Piratenhut ist besser. Das ist ein bisschen deprimierend, dass meine... Alter Dreispitz. Mein Piratenhut ist besser. Was? Salz? Brennt in den Augen, das ist wirksamer als Sand? Ah, okay. Schmutzige Tricks habe ich nicht gelevelt. Gute Schuhe, gute Halbstiefel. Hey, die sind immer noch... Also ist diese Piratenstiefel, die ich jetzt habe, die ich gekriegt habe durch irgendwas, sind total overpowered, oder? Warte mal hier. Rubinring. Der kostet nicht viel, macht nochmal Silberzunge plus 5. Und schmutzige Trinks plus 5, aber ich brauche... Na gut, aber der kostet genauso viel wie der andere Ring, der auch Silberzunge bringt. Naja, aber der funkelnde Goldring kostet... Na gut, dann nehme ich lieber den hier, oder? Ich meine, der bringt mir nochmal mehr Silberzunge. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, das Ding. Knochensäge habe ich schon, ne? Schatzkarte, Schatz von Pater Isabella nehme ich auch mit. Jawohl. So, Entermesser kann sie haben. Altes Schwert kann sie haben. Speere, kann ich mit umgehen. Steinharte Gaggernüsse kann sie haben. Altes Kopftuch kann weg. Lederhemd kann auch weg. Abgelaufene Stiefel können weg. Noch ein Watt. Schale, Kerzenleuchter, Silberfolie, so Idole. Zahlt sie nicht mehr als alle anderen für, ne? Ostiade und Gold, sehr wertvoll. Okay, behalte ich erstmal. Für den Moment werde ich wahrscheinlich aber eh nicht brauchen, ne? Krallen sind weg. Komm mal zu eigentlich an Gold, ne? Das schöne Salz ist fürs Kochen der Säcke. Nee, nee, nee. Das kann sie mir dann beibringen. Bring mir was bei. Was willst du denn lernen? Und sie Tricks, wa? Ah, nee. Schmerztöter. Leute einschüchtern. Brauch Härte 1. Das ist eigentlich. Ja,
Die erste Stufe einschüchtern wäre wahrscheinlich noch ganz gut gewesen. Na gut, ist jetzt auch zu spät. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Na Judy, dann gucken wir uns Puerto Isabella beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Wir sind zwei.